Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman mit der 214. Folge Let's Showplay Minecraft. Ich befinde mich hier auf Sushi Island. Wir sind ja letztes Mal von der Strandhütte, die ungefähr in der Richtung liegt, Richtung Dutchman's Diner, Enklave gelaufen. Da seht ihr noch die Fahne und dann noch ein Stückchen weiter in die Richtung. Ne? Da haben wir die Adrundal-Höhle. Und ich habe unterwegs hier fleißig Bäume gepflanzt. Hier auch nochmal welche hingesetzt, dass das also auch schön grün aussieht und ich hier fleißig Holz habe. Dann habe ich mir hier noch ein kleines Feld gebaut, an das ich also auch recht praktisch rankomme über diesen unterseeischen Damm. Da brauche ich nicht zu schwimmen. Und ja, hier lang nochmal gleich so eine kleine Brücke an Land, dass man da gepflegt durchkommt. Und ja, was mir dann aufgefallen ist, hier war mal ein Steg, der also durch diesen angezündeten Netherrack beleuchtet wurde. Und ihr könnt euch doch, glaube ich, noch dran erinnern, wie ich in der letzten Folge sagte, Dutchman und Höhlen. Ich habe gesehen, dass hier also das Wasser so reinströmt und wollte eigentlich ein bisschen Kohle nur rausholen, die hier im Boden lag. Und plötzlich ging das Wasser nach unten weg. Dann habe ich mir also hier gleich mal Gravel gegriffen. Und ja, das hier so ausgeschüttet. Und ja, es geht heute in eine Höhle. Detsch. Drin sind wir. Ja, ich habe mir extra Leitern mitgebracht, dass ich also hier wieder rauskomme. Und da sieht man schon, da ist also noch was von der Kohle, die ich mir da holen wollte. Zack, zack. Und zack. Nicht, dass da jetzt noch Wasser runterkommt. Nee, ist ja alles sauber rundherum eingebaut. So. Und ich klatsche mir hier erstmal die Leitern hin. Und dann, da ist ja noch mehr. Ups. So, dann kann ich hier auch nochmal Kohle rausholen. Leute, Leute, Leute. So. Kohle brauche ich einfach, weil ich hier auch Lehm gefunden habe, den ich also jetzt einschmelze. Das Ganze müssen wir hier mal dann noch überarbeiten. Ich stelle fest, die Hacke haut auch ganz gut andere Materialien weg. Das scheint an der an dem Enchantment zu liegen. So, da kommt kein Wasser runter. Sehr schön. Zack, zack. So, und dann klatschen wir hier wieder die Leitern ran. Hier also auch Jukuhu hochkomme. So, und hier machen wir noch das mit Erde dicht. Ja. So, die brauchen wir nicht. Jetzt sollte ich also hier relativ gefahrlos runterkommen. Ja, ich höre auch schon die ganze Zeit die Spinnen. Leitern werden wir jetzt nicht mehr brauchen. Dafür werde ich hier mal mit Cobblestone absichern, dass mir der hier nicht runterplumpst. Und dann harren wir mal der Dinge, die da kommen. Das ist ja hier eine richtig schöne Treppe, die hier runter geht. Das sieht ja fast so aus wie mit Absicht gebaut. Ja, also Adrundal-Höhle habt ihr ja selber gesehen, was das noch für ein Riesending ist, was da auf uns wartet. Also mit Höhlen habe ich hier wirklich keine Probleme. Und das sind alles alte Chunks, die also in der 1.1, 1.3, 1.5 erzeugt wurden, so größenordnungsmäßig. Das ist also jetzt nicht hier dank des neuen Weltengenerators, der hier so tolle Höhlen macht. Nein, sowas gab es auch schon früher. Also, meine Fresse. Ja? Wenn das mal nichts ist. Ich hole mir hier gleich
Das Eisen noch raus. Das kann man auch immer gebrauchen. Denn es steht ja auch noch an, hier eine Minecart-Strecke zu bauen. So, dann mache ich mir hier mal den Eingang ein bisschen weiter. Ja, guckt euch das einfach mal an, Leute. Das ist ja grandios. Da hinten ist irgendwo noch Lava oder leuchtet irgendwas. Also, ich sag's ja, ich und Höhlen, ne? Und Höhlen und ich. Wir stehen auf gutem Fuß miteinander, so wie es aussieht. Na, dann wollen wir diese Folge mal gleich nutzen, um uns hier umzuschauen. So, da machen wir noch Licht hin. Da scheint es noch nach oben zu gehen. Ja. Deswegen zack, zack, zack. Na. Aber hier ist nur noch etwas Eisen versteckt. So, klickidi-klack. Haben wir alles, haben wir alles. Schwupp, schwupp, schwupp. So, na. So. Du. Da drüben ist noch. Genau, hier muss auch noch ein bisschen Licht hin. Ich weiß nicht, was mit Minecraft gerade los ist, dass das bei mir hackt. Wir haben es immer noch Samstag. Ich habe gerade die Folge 213 aufgenommen. Ja, da hinten ist Lava. Wie erwartet. Und wo kommt die denn her? Aha. Von so weit oben. Da werden wir mal. Habe jetzt hier keinen feuerfesten Trank dabei und keine Feuerfesthose. Also muss ich schon ein bisschen vorsichtig sein. Sehr schön. Oha, da geht's aber hoch hinaus. Kinder, Kinder, Kinder. So, dann müssen wir auch mal aufpassen, dass das hier nicht zur Seite rausschwappt. Das an, Leute. Das ist ja der helle Wahnsinn. Südalarm. Ich mache mich erstmal hier in die Richtung auf, bevor ich hier noch weiter nach oben erkunde. Ja. Ja, Thema habe ich jetzt natürlich nicht vorbereitet. Ich war halt nach der letzten Folge einfach dabei, noch ein bisschen Materialien wegzuräumen, halt die restlichen Bäume wegzupflanzen. Und dann entdecke ich hier diese Höhle und dachte, mich trifft der Schlag. Ja. So, ich höre zwar hier Spinnen und Monster, aber sehen tue ich keine. Hier ist auch nichts. Außer Kohle und da hinten noch ein bisschen Eisen. Enchantete Pickaxe, die macht sich hier wirklich gut. Die Spitzhacke, muss ich sagen. Also, das geht hier weg. Wie nix. Der Schönstein und halt auch die Erze. Also, das lohnt sich durchaus, nicht nur Schwerter oder Rüstungsteile zu enchanten, sondern auch Werkzeug. Muss ich sagen. Ja. Ich war ja nur Level 14, also es ist ja ein relativ geringes oder niedriges Enchantment. Na, da können wir uns noch. Den müssen wir uns erstmal holen können. Und für den müssen wir noch ein Stück höher hinaus. Gehen wir mal gleich zwei, falls da noch einer dahinter steckt. Gut, nix ist. So. Moment mal, jetzt müsste ich aber doch daran kommen, dass ich die Lava dicht machen kann.
Und dann hoffe ich mal, dass das hier abläuft. Das sieht... Oh, da sind noch viele große Lavablöcke übrig. Okay, so, nutze ich mal Erde, um mich da hochzuarbeiten. Und zack, 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 zack. Zack, reicht nicht von der Höhe her. Aber für Licht ist das hier ganz interessant. Meine Fresse. So, schwubbeliwupp. Und dann geht's hier rein. Also, jetzt mit der enchanteten Spitzhacke kriege ich Erde fast genauso gut weg wie mit der Schaufel. Das ist interessant. Dadurch wird die Spitzhacke quasi zu so einem Multiwerkzeug. So. Kann man sich dann ein Slot frei halten. Was ja nicht ganz uninteressant ist. So. Verblieben. Und verblieben dahin. Zack und Eisen. Sehr schön. So. Jawohl, haben wir auch eingesackt. Lava unten fließt noch. Okay. Nehmen wir hier noch ein bisschen Gravel mit. Und dann schauen wir mal, was uns hier noch so erwartet. Ah, okay. Nicht mehr viel. Etwas Kohle, das ist doch wunderbar. Die nehmen wir doch glatt mit. Ups. Ja, ist ja gut. So, den bauen wir trotzdem mit der Schaufel ab, obwohl ich die Multifunktionshacke hier nehmen könnte, nur die soll sich ja doch nicht so schnell abnutzen. Von der möchte ich möglichst lange was haben, denn die ist dann natürlich auch ideal geeignet, um im Kloster von Eudong weitere Kelleretagen auszuheben. So. Das haben wir, zack, 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 eingesammelt. Da hängt nichts mehr rum, aber da oben ist noch Kohle. kommen wir so nicht ran. Steigen wir wieder ein bisschen auf hier und holen uns das noch. Ja. Okay. Ich und Höhlen, ne? Ich sag's mal wieder. Sollte hier vielleicht mal Licht machen. Aha, dahinter scheint aber Tageslicht zu sein und ich höre ein Schaf. Aha, Skelette. Es ist morgen oben. Ist ja nicht uninteressant hier. Also selbst relativ dicht unter der Oberfläche können Höhlen interessant sein. So. Da noch was? Nein. Dann schauen wir doch erstmal hier in die Richtung weiter. Hübli-hüpf, hübli-hüpf, hübli-hüpf. Was ist denn hier los? Ah ja, so eine Einbrüche habe ich ja von oben schon gesehen. Okay, da ist nichts weiter. Aber da geht's nochmal runter und da geht's nochmal lang. Da ist nochmal Lava und da ist nochmal Eisen. Ach, haben wir hier wieder viele schöne Sachen. So. Tageslicht, Fackel, Fackel.
Und jetzt schön vorsichtig. Oder habe ich einen. Ne, der Eimer ist ja mit Wasser voll. Zack. Jawohl. Dann ist da auch nichts mehr. Komm, nehmen wir mal den Wassereimer. Na. So. Mit dem geht das ein bisschen schneller. Raucht zwar, aber fertig ist die Laube. Na, komm schon. Söderle. Yip-di-du-di-du-di-du. So. Fackeln werde ich mir dann noch machen müssen als Nachschub. Bevor wir dann hier weitergehen. Oh, haben wir hier schon Krempel rausgeholt. Das ist ja fast nicht mehr feierlich. Halber Stack Eisen, anderthalb Stacks Kohle. Joje. So, zack. Ja, weiter geht's. Ja, wie gesagt, Thema habe ich nicht vorbereitet, dass ich also hier nochmal über was sprechen könnte. Büchertipps hatte ich ja schon erwähnt, dass ihr da in den Kommentaren nochmal richtig gute Vorschläge gebracht habt. Teilweise muss ich mich in die Sachen selber noch einlesen, beziehungsweise ja, schlau machen. Also die Welle zum Beispiel, davon habe ich gehört, ist allerdings noch nicht selber gelesen. Es geht wohl darum, dass man einfach mal zeigt, oder dass die Welle zeigt, wie leicht Menschen ja, rassistischen Vorstellungen, Theorien zum Opfer fallen können. In der Welle geht es, glaube ich, darum, dass man einfach ja, behauptet, dass die Blauäugigen besser seien als die Braunäugigen, wenn ich mich recht erinnere. Oder, ja, und dass ja dann recht schnell, ohne dass jeder es eigentlich so will oder aktiv ja, aktiv dran ist, da also wirklich ja, so eine Art Pogromstimmung aufkommt gegen die Braunäugigen, es kommt zu Diskriminierung und so weiter. Und das alles eigentlich nur ja, durch reine ja, Propaganda, Beeinflussung, wo jeder sich eigentlich dagegen gefeit glaubt, jedenfalls mit gesundem Menschenverstand. Sollte eigentlich auch Pflichtlektüre sein, damit man vielleicht ein bisschen ein Verständnis dafür hat, was eben damals in Deutschland abgegangen ist. Hier waren wir doch schon mal. Wenn ich mich recht entsinne, ja. Aha, dann können wir ja gleich mit der Höhlenerforschung weitermachen. Mal sehen, wie viel es hier noch zu entdecken gibt. Hier geht es wieder an die Oberfläche. Und hier hängt jede Menge Gravel und Erde herum. Zack, die wollen wir uns mal holen. Zumindest den Gravel. Dann schauen wir mal, wie es da hinten lang weitergeht. Ach, das ist ja eine Riesenhöhle hier wieder mal. Und dichte bei, die Adrundalhöhle haben wir ja noch gar nicht erforscht. Haben wir ja nur mal einen kurzen Blick reingeworfen. Also, es ist ja wieder mal irre, was es hier nicht alles gibt. Zum Beispiel Eisen. Und auch nur kleine Portionen, macht aber nichts. Und das sieht mir aber so aus, als ob wir hier schon mal waren. Das sieht mir nämlich so aus, als ob das die Adrundalhöhle ist. Ja, das kennen wir. Den Creeper da unten kennen wir zwar noch nicht, aber den werden wir vielleicht noch kennenlernen. So. Bauen wir uns mal hier einen schönen Aufstieg. Zack, 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 zack. Ja, hier haben wir ja jede Menge Krempel rauszuholen. Es ist ja nicht zu glauben. Oh, oh. Ach, der kam tatsächlich von unten irgendwie dann doch hier hochgehüpft.
Hat aber ja nicht allzu viel Schaden angerichtet. Puh. Ja, das ist halt Minecraft, ne? So ist das Leben. So ist das Schürfen. Wenn man halt hier in der Höhle immer nur die Wand anguckt und da den Krempel rausholt, muss man halt aufpassen. Muss man halt mit sowas rechnen. Ne? Söderle, schwuppdiwupp. Zack, 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 zack. Einfach so mit, was hier so rumliegt, wollen wir heute noch mal eine schöne Höhlentour. Gottes Willen, das ist ja ein riesen Ding. Hier kannst du ja Krempel mitnehmen ohne Ende. So, also die Adrundalhöhle dann schon wenigstens mal teilweise abgeklappert haben. Ich bin ja optimistisch, weil ich damals auch alleine, das heißt damals, letzte Folge, alleine wieder aus der Adrundalhöhle rausgefunden habe, ohne mich da großartig zu verlaufen. Na, gibt ja auch hier oben immer dann wieder Stellen, wo es an die Oberfläche durchbricht. Obwohl die Höhle sicherlich auch tief ist. Wow. Meine Herren, meine Herren, meine Herren. So, zack. Ich glaube aber, ach naja, es ist ja noch viel Platz im Inventar. Aha. Enderman, ich höre dich. Nee, ne? Das ist ja. Jetzt ist er mir aber doch ein bisschen nah. Da ist er. Da ist er. So, dann machen wir uns mal hier Licht. Ups. Aber Bursche, du kommst bestimmt gleich wieder. Ja, die Frage ist nur wo. Hä? Bursche, wo sehen wir uns wieder hier? Wo bist du gespawnt? Alter. Ups. Ach, da haben wir ihn doch. Na, hier hat er jedenfalls Platz. Oh? Da hinten nochmal ein Creeper. Den wollen wir mal gar nicht erst in Bewegung setzen. Der soll da schön da hinten verrecken. Guckt euch das mal hier an. Das ist ja. Mann, was es hier an Ressourcen gibt, das ist ja nicht zu glauben. Ja, ist ja ruhig, Jungs, gibt. Gebt Ruhe da draußen. Ich muss hier arbeiten. Fall nicht lästig, fall um. Söderle. Zap, 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 zap. Ach, Eisen, Eisen, Eisen. Und, oh, ist das Ding hier verwinkelt oder was? So, den können wir uns noch schnappen und. Jawohl, den haben wir uns auch noch geschnappt. Du kannst ja hier nur rumrennen und Materialien rausklopfen. Und. Boah, alter Schwede. Ist da was los? Seht ihr das da hinten? Zombie, Skelett. Da ist richtig Party. Ah.
Und überall geht es hier noch weiter und noch ein Eckchen rum. Und überall hat man noch was und überall hat man noch mal eine große Höhle, eine kleine Höhle, Kavernen, meine Fresse, Eise. Und überall Ressourcen. Das ist ja unglaublich. Ha, was der Dutchman wieder. Ich saß ja Höhlen und ich irgendwie. Zack. Ja, es gibt keine schlechten Minecraft-Maps. So, machen wir hier mal einfach ein bisschen dicht. Nicht, dass wir das dann nachher noch ausleuchten müssen. Und Cobblestone haben wir ja genug. Ja, so, dann ist aber da nichts mehr. Frage ist jetzt bloß, wo ist der Enderman denn? Ah ja, okay, es ist dunkel draußen. Ja, die Kollegen von der stöhnenden Zunft sind wieder unterwegs. Und das geht mit der Spitzhacke so schön hier, das Abbauen. Das ist richtig klasse. Also ich glaube, ich werde in Zukunft häufiger Werkzeuge enchanten. Weil ich halt natürlich auch viel Werkzeug benutze. Jawohl, ne? Hier sind wir am Ausgang der Adrundalhöhle. Ja, hier die Schilder. Ja, da. Sind zwar von hinten, aber ihr erinnert euch doch sicherlich noch dran. So. Es ist ja fantastisch. Zack. So, hier setzen wir auch noch mal ein bisschen Lichte in die Bichte. Da auch noch mal so ein Deckendurchbruch hier. Schubidu und Schalala. Juhu, ich bin gleich da. Ich frage mich nur, wo? Nee. Das ist ja ein Riesenteil. Da ist auch noch mal ein Durchbruch nach oben. Und da unten steht ein Creeper. Zack, Junge. Wach geworden? Hier bin ich. So. Jetzt hat. Wie kommen wir jetzt da ran? Kann man so lang. Darüber bauen. Kommen wir hier ein Stück runter. Kommen wir da ein Stück runter. Kommen wir da ein Stück runter. Und dann haben wir den Krempel. Und auch nochmal Licht hier hingesetzt. Das ist ja. Hopf. So, dann können wir auch gleich hier noch die Kohle rausholen. Den Zombie da unten, den lassen wir mal. Der kann warten, der hat Geduld. Wo war jetzt ein Creeper? Ist das hier viel Kohle? Alter Schwede, ey. Was für eine Höhle. Ich weiß, ich wiederhole mich da, aber mein, ihr seht ja, was hier los ist. Das ist ja nicht zu fassen. Ich klopfe hier einfach nur wie ein Halbaffe in der Gegend rum und sammle hier die Ressourcen ein. Es ist unglaublich. So, und dann schauen wir mal weiter. Ja, ach, da hat's gezischt. Der Bursche. Komm her. Ting. Ja, guck nicht so. Spring. Eieieiei. Ja, das war. Ach, da unten haben wir noch Bogenschützen. Okay. So, hier einmal durchgeklopft. Die Zwischenwand rausgenommen. Ach, und da ist doch wieder. Da hat
lieber Fallschaden bekommen, als er runtergesprungen ist. So. 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 Komm her, Junge, du kriegst es jetzt. Und noch einer. Meine Fresse, reiche Monsterbeute da unten. Kommt, ich habe genug Pfeile für jeden. Ihr schießt mich nicht hier runter. Ach, da hinten ist jetzt noch ein dritter. Na, ist das. So, den da hinten haben wir erstmal ausgeschaltet. Na komm, traut euch. So. Zack, einer weniger. Ach, da kommt ja gleich noch einer um die Ecke geschuppelt hier. Oh, okay, aber das Skelett ist weg. Zack, hier mal kurz ausgeleuchtet. Entschuldige die Schnieferei, ich sollte mich vielleicht mal gleich wieder um meine Stimme und meine Nase kümmern, aber es ist einfach... Ihr seht ja selbst, was hier los ist, ne? Ja. Weißt du was? Skeletti, dusch mal. Ha, besser jetzt. Oh, nee. Leute, Leute. Was für eine Höhle. Geht's da hinten etwa noch? Ja, da hinten geht's noch weiter. Ach, Leute. Oh, schau mal. Ach komm, Skelett von hinten, ich kriege dich. Zack, zack, zack. Aha. Sag mal, ist hier ein Spawner in der Nähe? Ha, in den Rücken geschossen. Ding. Und? Zack, ab ins Auge. Und noch einer. Kling. So, da hinten haben wir einen Zombie. So, Essen. Zombie-Schnetzel. Und weiter geht's. Meine Fresse. Aber... Aber das ist doch alles nicht wahr. Guckt euch das mal an. Das geht hier noch weiter. Ich fasse es ja nicht. Das ist ja unglaublich. Also. Ja, okay. Gut, nicht allzu viel weiter. Aber es reicht. Reicht doch, Leute, oder? Also... Das ist ja ein Riesending hier, die Höhle. Und das alles relativ dicht unter der Oberfläche. Da hinten haben wir noch einen Creeper. Stitch. Stitch. Ups, shit. Ja, okay, so kriegt man den Felsen hier auch weg. Na, müsst ihr zugeben. Eieieiei. Wie sieht meine Rüstung aus? Oh, da ist eigentlich auch genug von da. Sehr schön. So. Das Zombie-Röcheln hält an. Ich bin ja mal gespannt, was wir hier noch alles so finden. So. Kling. Weg da, weg da. Weg da, weg da. Ah, ja, das war der Pfeil, der runtergeplumpst ist.
So, und weiter. Da hinten haben wir noch ein Skelett. Da ganz hinten, da können wir uns mal... Ach, Creeper. Grasblöcke. Wie kommt denn hier Gras hin? Das sind wir doch direkt unter der Oberfläche. Das ist ja... Aha, 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 okay. Liegt wahrscheinlich daran, dass das hier ein Berg ist, in dem die Höhle teilweise drin ist. Aber man kann ja mal gucken, dass man da eventuell dann noch einen Ausgang hat. Ich baue mir hier erstmal noch ein paar Fackeln als Nachschub. Zack. Oh Mensch, da sind wir ja schon fast voll. Also, ergiebig ist diese Höhle auf alle Fälle. Da steckt nämlich noch viel, viel mehr drin. Da bin ich mir ganz sicher. Aber hier nochmal so ein riesen Kohleblock. Den nehmen wir mit. So. Wenn wir schön Stein brennen wollen und davon will ich noch eine Menge brennen, dann brauchen wir Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Zack, zack. Um mal den G-Punkt der deutschen Let's Player-Szene zu zitieren und dieses Wortspiel einfach mal wieder zu gebrauchen. So. So, ja. Genau, hier war es ja zu Ende. Sackgassi. Trotzdem höre ich hier immer noch Zombies rumkreuchen, fleuchen, heucheln. Es ist vielleicht auch Nacht oben. Na, na komm schon. Zack, da hoch und einmal... Nö, so. Weißt du, komm, dann nutzen wir die Gelegenheit. Einfach mal hier raus. Und schön versteckter Eingang. Jetzt ist die Frage, wo sind wir hier? Am besten, ja, hier oben auf dem Berg rauf. Ah, das kennen wir ja. Da hinten haben wir doch Sushi Island. Und ihr seht, hier haben wir die ganzen Einbrüche, durch die man hier halt Tageslicht sieht in der Adrenalhöhle. Haha. Yo, Leute, was für eine Tour. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir unterwegs waren. Aber fette Beute haben wir gemacht. Korn ist auch schon reif. Sehr schön. Also. Das ist doch... ja. Was kann man eigentlich mehr verlangen, ne? Gut. Naja, klar kann man mehr verlangen. Kann man immer verlangen. Aber was für eine Höhle. Und ich denke mal, wir sind nicht das letzte Mal in der Adrenalhöhle gewesen. Ja. Schauen wir mal, was sich uns da noch so bietet. In einer der nächsten Folgen werden wir da sicherlich wieder vorbeischauen. So, hier ist auch inzwischen wunderbar der Lehm durchgebrannt. Dann kann ich hier gleich Eisen reinschmeißen. Hier ist irgendwo noch ein Ofen. Den können wir benutzen. Ja, aber hier im Quartier von Dutchman. Zack, da können wir dann gleich mal Kohle rein. Zack. Ja, da sollten eigentlich die Viere reichen. So. Ja, gut. Ich werde hier noch ein bisschen rumkramsen und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Womit weiß ich noch nicht so genau. Vielleicht gehen wir nochmal in die Höhle rein, mal schauen. Vielleicht machen wir hier auch noch ein bisschen was an der Umgebung. Vielleicht bauen wir auch die Minecart-Strecke hier nach. Zur Enklave, zum Dutchman's Diner. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Bis dahin, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter. Adieu, mit Ö.